Hallo und willkommen zur Fortsetzung unserer Gruppenkommunikationsdiskussion. Im vorherigen Video haben wir die Idee motiviert zu sagen, wir haben ein unreliable, unverlässlich, best effort, simplifiziertes Multicast-System, auf das wir ein System mit schönerer Semantik obendrauf setzen, um einer Anwendung eine angenehme Gruppenkommunikation zu bieten. Aber welche Semantik meinen wir? Dieses Video und die nächsten ein oder zwei Videos werden sich mit der Frage der richtigen Semantik beschäftigen. Was wollen wir eigentlich sicherstellen? Das machen wir in mehreren Schritten. Sie sehen, es gibt hier mehrere Abstufungen und ja, da gehen wir jetzt langsam durch. Nochmal als Erinnerung. Wir führen die Diskussion hier zunächst mal unter der Annahme, dass die Gruppenmitgliedschaft sich nicht ändert. Es kommt kein Knoten dazu. Es tritt kein Knoten freiwillig aus der Gruppe aus, auch nicht mit Ankündigung und es kommt schon gleich gar nicht zu irgendwelchen Ausfällen. Okay? Das ist eine starke Annahme, das ist eine starke Vereinfachung, macht aber viele Diskussionen erstmal einfacher und fokussiert sie auf den Punkt. Natürlich gucken wir uns das dann noch später mit Gruppenkommunikationsänderungen an der Mitgliedschaft. Das ist hier der folgende Abschnitt in der Vorlesung. So, fangen wir mit der allereinfachsten Forderung an. Mit der Forderung, dass ich nicht einfach nur Best Effort haben will, sondern zu Best Effort hinzu noch Verlässlichkeit haben will. So, das heißt jetzt Reliable Multicast. Und wenn Sie jetzt wieder an das vorherige Kapitel denken, als wir uns über die Laprige Definition unterhalten haben, dann werden Sie sagen, aber das ist doch überhaupt nicht reliable, das stimmt doch gar nicht. Das ist doch nicht Reliability im Sinne von Wahrscheinlichkeit, das. Und Sie haben völlig recht. Das ist nicht eine Laprische Reliability, das ist eine Gruppencast Reliability. Die englische Sprache hat zu wenige Worte, um alle diese Konzepte auseinanderzuhalten. Und Sie werden von verschiedenen Communities immer wieder eigene Wortbildungen finden, die sich dann überlappen. Reliability meint was? Reliability meint eine ganz einfache Forderung, dass eine Multicast-Nachricht entweder an alle Gruppenmitglieder zugestellt wird oder an kein einziges. Das ist eine ganz oder gar nicht Forderung. Eine Nachricht kommt bei allen an oder bei gar keinem. Beide Möglichkeiten sind per se erlaubt. Wir möchten natürlich eigentlich, dass sie bei gar keinem ankommt, dass eine Nachricht bei gar keinem ankommt, eigentlich nur im Fehlerfall haben. Also eigentlich hätten wir das, kommt gar nirgends an, nur für den Fall, dass der Sender, der Originator der Nachricht ausfällt. Sonst möchten wir schon, dass das anfängt. So, wie sieht das Bild dazu aus? Ich zeige das Ihnen, dieses und die folgenden Beispiele jeweils als Wegzeitdiagramm, Message Sequence Charts. Und ich werde in der folgenden Diskussion auch immer davon ausgehen, dass der Originator einer Nachricht ein Mitglied der Gruppe ist. Das ist der einfachere Fall im Vergleich zu, er ist kein Gruppenmitglied und sendet von außen. Prinzipiell macht es keine großen Unterschiede, aber der Fall hier ist einfacher zu formulieren, gibt kompaktere Definitionen. Das ist nicht allzu schwer, das auf den Fall des Nicht-Gruppenmitglieds zu erweitern. Aber wie gesagt, dann tanzt man um so viele Sonderfälle rum. Das ist schlicht die kompaktere, elegantere Variante, das zu erklären. So, Reliable Multicast heißt sowas. Wenn A eine Nachricht sendet, dann soll die zu B gesendet werden und dort auch zugestellt werden, also delivered. Und das soll auch bei C passieren. Das soll auch bei A passieren. Nicht? A ist ja selbst Gruppenmitglied. Also eigentlich fehlt hier so ein Schweinsöhrchen, stellt sich an sich selbst zu. Das werde ich nicht in allen Bildern zeigen, weil es einerseits offensichtlich ist, andererseits auch nicht wirklich was beiträgt und die Bilder nur unübersichtlich macht. Aber hier ist eigentlich auch die Zustellung der Nachricht an A wieder selbst. A ist ja ein Gruppenmitglied, also muss das auch bei A wieder selbst zugestellt werden, delivered werden. Okay, wenn jetzt A hier noch eine weitere Nachricht sendet, dann kommt die auch wieder bei B an und sie kommt bei C an. Und bei C passiert jetzt vielleicht noch was vielleicht Kontraintuitives. Diese zweite Nachricht kommt vor der ersten Nachricht an. Aber habe ich dazu irgendwas gesagt? Ich habe dazu überhaupt nichts gesagt. Ich habe das nicht ausgeschlossen. Das ist unter einem Reliable-Gesichtspunkt völlig okay. Ich habe nichts über Reihenfolgen gefordert. Ich habe nur kommt an gefordert. Was nicht passieren darf, ist sowas. Sie schicken die Nachricht los, bei B kommt sie an, aber der Teil, der für C gemeint war,
der verschwindet irgendwo im Nichts. Also bei C kommt sie nicht an. Dieser Fall ist ausdrücklich ausgeschlossen. Der umgekehrte Fall natürlich auch, ist ja klar. Okay, so, das müssen wir jetzt noch vielleicht ein Tick formaler aufsagen. Also Reliable Multicast, etwas formaler aufgesagt, ist durch drei Forderungen charakterisiert, die Sie vermutlich erstmal gar nicht wundern werden. Die erste Forderung ist eine sogenannte Validity-Forderung. Wenn irgendein Prozess eine Nachricht M transmitted, losschickt, nicht originates, transmitted, wenn er sie an das Kommunikationsmedium übergibt, sodass sie jetzt auch anderen Kollegen bekannt werden könnte, sobald er eine Nachricht transmittet, dann muss er sie irgendwann auch selbst zustellen. Dann muss er selbst auch irgendwann ein Deliver durchführen. Okay, das ist Gruppenmitgliedschaft. Uniform Agreement sagt, alle müssen sich einig sein, was hier passieren soll. Wenn irgendein Prozess irgendeine Nachricht delivered an die Anwendung übergibt, nicht received, received kann alles Mögliche passieren. Wenn irgendein Prozess eine Nachricht an die Anwendung übergibt, ein Deliver einer Nachricht M macht, dann müssen das alle Prozesse eventually, irgendwann mal machen. False friend, eventually, eventually heißt nicht auf Deutsch eventuell, sondern schließlich. Dann müssen alle Prozesse schließlich irgendwann mal M ausliefern. Wann das passiert, dazu ist hier überhaupt nichts gesagt, es wird nichts gefordert. Okay, das ist der entscheidende Punkt, ne? Das ist die ganz oder gar nicht. Wenn irgendeiner es macht, dann müssen es alle tun. Wenn es keiner macht, dann macht es keiner. Uniform Integrity ist im Gegensatz dazu fast eine banale Forderung. Für jede Nachricht M, die darf durch jeden Prozess nur einmal, genau, höchstens einmal ausgeliefert werden. Sie darf auch nicht gar nicht ausgeliefert werden. Aber sie darf höchstens einmal ausgeliefert werden. Ich will natürlich nicht, dass die doppelt vorkommt. Und es dürfen natürlich auch nur Nachrichten ausgeliefert werden, die schon mal losgeschickt wurden. Also ich darf mir als Empfänger hier keine Nachrichten ausdenken. Geschenkt. Ne? Wären sie gar nicht drauf gekommen, so offensichtlich ist das. Okay, schön. Ich würde Ihnen vorschlagen, drücken Sie jetzt mal auf Pause und überlegen Sie sich, wie Sie Reliable Multicast realisieren würden und was da vielleicht Schwierigkeiten und Herausforderungen sind, das zu tun. Insbesondere denken Sie an große Gruppen und denken Sie daran, dass Sie Nachrichten verlieren könnten. Über was müssen Sie alles nachdenken und wo muss man vorsichtig sein? So, wenn Sie jetzt auf Pause gedrückt haben und jetzt wieder auf Play weiter gedrückt haben, dann lassen Sie uns das mal anschauen. Was tun Sie, um Reliable Multicast hinzubekommen? Naja, eigentlich ist das relativ simpel, nicht? Also eigentlich können wir viele der Techniken, die wir aus dem Unicast, aus dem verlässlich machen des Unicasts gelernt haben, hier wieder übernehmen. Sie müssen zum Beispiel ja mitbekommen, ist eine Nachricht zugestellt worden? Ist die nächste Nachricht zugestellt worden? Fehlt da irgendeine? Fehlt da irgendeine? Könnte ja später noch kommen. Ist aber ein Indiz dafür, dass Sie vielleicht Bestätigungen mit Nummern versehen können. Also wir brauchen Sequenznummern in unseren Nachrichten. Diese Sequenznummern kopieren wir in die Acknowledgements. Und wenn wir kein Acknowledgement bekommen haben, dann machen wir ein Timeout. Ganz banal. Und das müssen Sie als Originator einer Nachricht, dem wir jetzt hier mal noch die Verantwortung übergeben, das müssen Sie als Originator einer Nachricht für alle Ihre Kollegen machen, für alle anderen Gruppenmitglieder und für sich selbst auch, aber da ist das ja ein okay, trivialer Sonderfall. Das müssen Sie für alle Ihre Kollegen machen. Okay, also eigentlich, Members of Unicast Group ist Blödsinn, Members of Multicast Group, hier muss Multicast stehen. Sie müssen also alle Mitglieder Ihrer Multicast Gruppe kennen. Eigentlich machen wir jetzt hier doch sowas wie ein Replicated Unicast, das ist eigentlich nicht so schön. Wir sparen uns hoffentlich trotzdem Arbeit, indem wir diese Nachricht nach unten reichen und sie dort durch ein Ethernet-IP oder sonst was als Multicast verteilen lassen. Aber die Verlässlichkeitsverwaltung, die ganzen Acknowledgements, das müssen wir wie bei dem Unicast machen. Wir müssen ja wissen, ob welcher meiner Kollegen in der Gruppe die Nachricht schon empfangen hat oder noch nicht empfangen hat. Also okay, das ist jetzt hier so viel anders nicht. Das deutet auch das Problem an, nicht? Wenn Sie jetzt hier eine große Gruppe haben, überlegen Sie, was Sie mit diesen ganzen Acknowledgements machen.
Das heißt, wir müssen jetzt noch über ein paar Aspekte nachdenken. Zum Beispiel können wir vielleicht verhindern, dass wir in allzu viele Timeouts laufen. Gibt es dafür ein Indiz? Und wie gehen wir mit diesen ganzen Acknowledgements um? Und nochmal, das, was wir uns hier überlegt haben, ist ohne Änderung der Gruppenmitgliedschaft. Nur als Warnung nochmal betont. So, was können wir uns überlegen? Wir können uns überlegen, dass wir erstmal vielleicht aufeinanderfolgende Nachrichten schicken. Nachricht 1, 2, 3, 4. Wenn Sie jetzt als Gruppenmitglied von Ihrem Kollegen 1 die Nachricht 1, 2, 3, 5, 6, 7 sehen, was merken Sie? Da hat die, ich glaube, die 5 hat gefehlt. Dann können Sie ihm ja nochmal sagen, bevor ein Timeout zuschlägt, lieber Kollege, ich habe 1, 2, 3 bekommen, ich habe auch, ist egal, wie das Beispiel aussieht, 1, 2, 3 bekommen, die 4 hat mir gefehlt, die 5, die 6, die 7 habe ich bekommen, schick mir doch nochmal die 4. Wäre doch cool, wenn du mir die 4 nochmal schickst, bevor du ein Timeout siehst. Okay? Das ist ein Negative Acknowledgement. Das ist eines der seltenen Beispiele eines Kommunikationsprotokolls, wo Negative Acknowledgements mal sinnvoll sind. Okay? Also sie sagen, da fehlt was, um Umordnungen zu bekämpfen. Das ist relativ einfach. Das machen sie im Zweifel ja auch in einem Unicast-Protokoll. Für den Multicast-Fall sind die Ack-Implosions das viel größere Problem. Das meint Folgendes. Angenommen, Sie haben jetzt hier eine wirklich große Gruppe, Zehntausende von Teilnehmern, und Sie schicken eine Nachricht los. Dann ist Ihr Kommunikationssystem unten drunter glücklich und in der Lage, diese eine Nachricht nur mit minimalem Overhead durch minimal möglichste Kopiervorgänge, vielleicht entlang eines Baumes, geschickt zu verteilen. Aber für diese eine ausgeschickte Nachricht bekommen Sie 10.000 Acknowledgements zurück. Das ist nicht schön. Das heißt, Sie werden hauptsächlich damit beschäftigt sein, Acknowledgements zu verarbeiten. Das meint man mit Implosion hier. Dass sowohl das darunterliegende Netz als auch Sie selbst als Originator einer Nachricht implodieren unter der Last dieser Acknowledgements. Das ist auch einer der Gründe, einer der Gründe, warum viele Internetbetreiber eigentlich Multicast-Verkehr nicht unterstützen. Sie kriegen zwar ein Paket rein, schicken das auch raus, aber sie kriegen 10.000 zurück. Es ist diese Balance von Paketen gerät da völlig aus den Fugen in so einer Situation. Okay, was tun wir denn da? Auch das ist ein schöner Moment, um mal ein Video zu pausieren und nachzudenken, was Sie hier tun könnten, um mit Ack-Implosionen umzugehen. Für Ack-Implosion kann man sich das Bildchen ja folgendermaßen vorstellen. Sie haben wieder... Machen wir mal kein Männchen. Implosion. Machen wir mal hier Server 1, der mit Server 2, Server 3, Server 10.000 kommunizieren soll. Und wir haben hier ein Kommunikationsnetz. Wie das im Detail aussieht, ist gar nicht so wichtig, aber vielleicht bietet es sich an, aus der Sicht dieses Kommunikationsnetz, diesen Multicast hier entlange eines Baumes zu verteilen. Dass hier noch weitere Kommunikationslinks existieren, die wir aber nicht benutzen, und noch weitere Router existieren, die wir aber auch alle nicht benutzen. Das sei mal dahingestellt, das interessiert mich hier auch eigentlich nicht. Interessieren tun mich die Links, die ich hier tatsächlich benutze, entlang derer ich meine Multicast-Nachricht ausschicke. Ich verteile sie entlang eines Baumes. Ich habe mir vielleicht so eine Art Shortest Path Tree oder ähnliches ausgerechnet, das haben sie sich in Dua alles bestimmt mal überlegt. Aber das braucht uns hier gar nicht weiter zu interessieren. Uns interessieren die Acknowledgements. Wenn wir jetzt hier Acknowledgements zurückschicken, naja, dann sehen Sie das ja eigentlich schon, was Sie hier in diesem Baum jetzt tun können. Jetzt können Sie hier in dem Baum anfangen, Ack zusammenzufassen. Sodass Sie hier nur noch ein Ack für... was war das? Das war 2 und 3. Ack 2, 3 als gemeinsames Paket zurückschicken. Und hier haben sie dann vielleicht, hier haben sie ihren Server 9999 und hier haben sie ihren Server 7000.
und Sie haben hier Server 7001 und dann würden Sie hier vielleicht tatsächlich einen Akt zurückschicken, in dem Sie reingeschrieben haben, das ist von 7001 und 9999 und 10.000. Und wenn das Beispiel ein bisschen anders aussehen würde, könnten Sie hier vielleicht auch Zahlenbereiche, Identitätsbereiche angeben, sodass Sie hier noch Idealfall tatsächlich nur noch ein Paket, ein ganz, ganz langes ACK-Sternchen bekommen, in dem alle Bestätigungen enthalten sind. Okay? Ja, das ist die Grundidee. Der Charme ist, das ist in Balance. Sie schicken ein Paket los, Sie kriegen ein ACK zurück. Nicht, dass es für jeden einzelnen Link ist wieder so eine Balance-Eigenschaft dabei. Aber die spannende Frage ist, wie lange warten Sie denn jetzt, bis Sie sind jetzt zum Beispiel dieser Router hier. Wie lange warten Sie denn nun? Und jetzt kommen wieder so stochastische Argumente ins Spiel. Wenn Sie hier anfangen, auf den längsten zu warten, auf den Straggler, auf den, der als spätestes antwortet, dann wird das alles sehr, sehr, sehr lange dauern. Ihre Akklaufzeiten werden schlecht, Ihre Roundtrip-Times funktionieren nicht mehr schön. Also das hat Vor- und Nachteile. Das muss man sich im Detail anschauen. Aber das ist so eine typische Technik, um mit solchen Akk-Implosionen umzugehen. Das Video ist jetzt ja doch schon ein bisschen länger geworden, als ich dachte. Ich würde vorschlagen, wir machen hier eine kleine Pause, bevor wir uns mit der nächsten Semantik auseinandersetzen. Danke erstmal fürs Zuhören.